Willkommen zurück, meine lieben Herrschaften, zu meinem Let's Play Imperialism. Ich habe eine Weile lang jetzt nicht gespielt. Deswegen bin ich noch nicht so ganz sicher, was passiert. Ich sehe hier lauter rote Pfeile. Das heißt, ich habe das letzte Mal einen Haufen Gebiete angegriffen. Also ich werde einen Haufen Gebiete angreifen. Jetzt, ja, machen wir das noch gleich. Ich habe mir das kurz überlegt. Letztens, wie ich mir das angeschaut habe, ihr seht, ich habe ja da Unmengen an Geld. Ganz offensichtlich haben wir das Spiel dahingehend gecrashed, dass ich mittlerweile wirtschaftlich so gut bin, dass man mich eigentlich nicht mehr wirklich besiegen kann. Auch militärisch sind wir mittlerweile so stark, dass wir stärker als alle anderen sind. Unsere letzte Abstimmung ist nur leider knapp nicht zu meinen Gunsten ausgegangen, was aber wohl ärgerlich ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Spiel wirklich zu Ende spielen will. Vielleicht ist es auch zu Ende, wenn man alle Hauptstädte von den Großmächten erobert hat. So wie wir das derzeit machen. Entschuldigung, ich esse nebenbei. Könnte das aber noch ein Weilchen dauern. Naja, egal, ich werde jetzt nochmal diese Kämpfe führen. Vielleicht ergeben sie sich ja alle einfach so. Hahaha. Da ist Erdöl. Das will ich erobern. Wowzers. Also wenn, dann kommen wir, dann werden wir da jetzt anlanden, das nächste Mal. Ja, ich weiß, irgendeines von diesen kleinen Staaten können wir nicht beeindrucken. Ja, wir kaufen alles. Der einzige Grund, warum wir noch ein wenig Probleme haben, ist, dass wirklich jeder von den Großmächten gegen mich kämpft. Ich habe ein anderes Spiel gestartet, wo ich diplomatisch etwas besser zu Rande gekommen bin. Da hatte ich tatsächlich einen Verbündeten und in dem anderen Spiel haben wir mehr oder weniger einen nach dem anderen niedergemetzelt. Wir waren quasi brutallos. Dieser Gegend steht da viel, ich glaube nicht. Ist okay, mach du das. Wow, wir haben viele Truppen und er hat eigentlich nichts. Das könnten wir sogar unseren Computer machen lassen. Du gehst weg. Passt, 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 passt. Ah, schön. Endlich kommt jemand von vorne. Wir schießen. Bam. Und nochmal bam. Und nochmal Kavam. Jo, das war's schon mit denen. Na hey, hörst du auf meine Leute zu schießen? Woher habe ich eigentlich diese ganzen Truppen? Finde ich durchaus interessant. Okay. Bam. Kaplamo. Ist okay. Das war mal das erste. Bruhestadt. Das da machen schon wir, weil das sind vier solche Kanonen. Achso, warte mal. Ja.
Schieben wir den von weiter hinten los. Von uns vorne. Die mit den mehr Medaillen dürften die sein, die zuerst ziehen. Oder die halt vorher irgendwie dran sind. Ja. Servus. Okay, die stehen mal ganz nach rückwärts. Immer weiter nach vor mit euch. Okay. Ah, warte mal. Die stellen wir hier her. Die stellen wir hier her. Den General stellen wir daher. Da ist er nicht im Weg. Und die zwei hierher. Okay, passt. Vier Kanonen auf der anderen Seite. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Okay, das war's. War schön, dich kennengelernt zu haben. Oh, einmal war noch dran. Dafür sind die Aufklärer da, damit sie geopfert werden. Eigentlich ein trauriges Los. Aber es ist mal lieber, die kriegen die ersten Schüsse ab, als meine Artillerie. Das wäre nicht so schön. Weil die Artillerie muss selbst austeilen. So. Und erste Kanone, Tschüssi. Und zweite Kanone, Tschüssi. Und ich hoffe, die dritte Kanone geht sich auch aus. Yep. Ich fürchte, der kommt nicht in Reichweite von meiner Kanone. Nein, ich habe es befürchtet, aber immerhin. Können wir den da abschießen? Ich fürchte, ja, ich habe es befürchtet. Hat nicht funktioniert, hat nicht sollen sein. Ah, das könnte sein, dass der noch das trifft. Und der ist eingebaut da. Na hey, hört sie auf meine arme kleine Artillerie zu schießen. Ihr Fieslinge. So, jetzt sind wir in der Reichweite von diesen Truppen. So, wie schaut das aus? Treffen wir das? Yep. Okay, Artillerie haben wir keine mehr auf der Seite. Das heißt, wir werden verstärkt auf diese Typen schießen. Bis daher. Kannst du schießen auf den hier? Und du schießt auf den hier. Und du schießt auf den da. Und du schießt auf den. Dann ist er weg. Bis daher. Kannst du auch noch auf ihn schießen. Jupp. Immerhin. Auch nicht schlecht. Q.
Gut. Ja, ich glaube, du wirst auch noch rückwärts gehen. Du musst dich da jetzt nicht fertig abschießen lassen. Autsch. Ach, immerhin. Oh, das war's mal mit dem. Dann schießen wir auf den da. Auf den da. Okay, die treffen wir nicht von hier. Das heißt, die müssen wir mit der Artillerie beschießen. So, übernimm du, weil wir sind jetzt eh alle hinüber. Okay, ein Pferd, dann haben wir verloren. Können wir nichts machen. Ja, mach du das. Wow. Wir haben da echt viele Truppen gegen Cam. Hey, das ist das absolut erste Mal, dass ich so einen Ingenieur sehe. Schau, was der wohl kann. Ich glaube, der kann nicht allzu viel. Wow, wir haben echt viele Truppen. Ah, kann irgendjemand aus der ersten Reihe auch schießen? Wie viele? Nein, na gut. Einen Schuss nehmen wir in Kauf. Dafür dürfen wir jetzt zurückschießen, okay? Und nochmal. So, du schießt nirgends mehr hin. So, kann man den da hinten auch treffen? Nö, schade. Schade, 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 schade. Okay. Triffst du von da? Nö. Ich sag jetzt nö, das ist ja fürchterlich. Das heißt nein, meine lieben Hörer und Hörerinnen. Kann man auch nichts machen. Ich glaube fast, da wird nicht mehr viel passieren. Aber wir wären jetzt noch. Nein, doch nicht. Wir werden nichts mit in den Tod nehmen. Ich habe es befürchtet. Okay, lassen wir das, machen wir das so. Das passt schon. Okay, wir sagen einfach, auch da passt. Ja, das passt auch wirklich. Gut. Okay.
Diese Schlacht haben wir gewonnen. Ja, wir werden in Bruhr angegriffen. Okay. Tu, was du nicht lassen kannst, Computer. Gehst du mal zur Seite. Bis daher. Gehst halt daher. Na geh, könnten bitte die drankommen, die direkt vor der Tür stehen und alles blockieren? Danke. Ach Himmel. Ja, Hauptsache die kommen raus, die keine Reichweite haben, weder zum Gehen noch zum Schießen. Ich meine, die machen nur Rums. Okay, lass mich ihn übernehmen. So, alle Schlachten gewonnen und Odostan ist noch einmal um ein Stückerl größer geworden. Wir haben Patagon noch mal großteils runtergeworfen hier. Wir haben Kem runtergeworfen von hier. Und wir haben Bruhr mehr oder weniger dem Erdboden gleich gemacht. Das war doch schon mal ganz okay. Das bedeutet, beim nächsten Mal wählen haben wir schon ein paar Stimmen mehr. Auch nicht schlecht. Okay, wir haben die 1-Millionen-Grenze geknackt. Ein neues Village. Neue Truppen. Wir haben die ehemalige Hauptstadt von Sim erobert, indem wir Kem dort angegriffen haben. Jo, du machst gar nichts mehr. Du suchst weiter nach Zeug. Ja, auch du. Okay, wir haben da eh einiges an Öl, wir müssen es nur verbinden. Naja, das wollen wir dann schon machen. Ah, da gibt es noch Gebiete, die Öl enthalten könnten. Gut, da haben wir ein Gebiet mit uns verbunden. Dann werden wir das nächste verbinden. So, dieses Gebiet hier oder diese Gebiete hier eigentlich wollen wir auch noch verbinden mit unserer Haupt, mit unserem Hauptwerk, mit unserer Hauptstrecke. Wir wollen schließlich möglichst viele Dinge produzieren in diesen Villages. Jo, eine gute Frage. Was machen wir als nächstes? Wir könnten eigentlich, die bleiben da, wir könnten eigentlich dann von hier dort drüben anlanden. Wir haben noch genügend Truppen dafür. Ja, ihr habt nicht wirklich was abgekriegt. Ihr könntet euch, oh, da sind jetzt doch einiges an Truppen drinnen. Na, dann warten wir noch mit dem Angriff.
Ich glaube, ihr seid ein bisschen angeschlagen, oder? Jupp. Wir könnten natürlich schon gemeinsam angreifen, beide Seiten, und einfach nur die Verletzten zurücklassen. Das wäre schon eine Möglichkeit an und für sich. Aber machen wir trotzdem Pause noch eine Runde. Ja. Okay, ihr macht sowieso schon die ganze Zeit Pause. Ihr heilt euch gerade. Bergen. Heilt ihr auch noch? Nein. Das heißt, ihr geht weiter nach Palata. Wie schaut das bei euch aus? Eigentlich eh noch gut. Okay. Ja, die werden auch noch mal ausrasten ein wenig. So, wie schaut es bei euch aus? Woher kommen diese ganzen Regulars? Ach so, ich glaube, die haben wir irgendwie gekriegt, weil wir das eine Gebiet, weil sich das eine Gebiet für uns bereit erklärt hat, mit uns zu gehen oder so. Wow, das ist ja eine Monsterarmee. Die brauchen wir ja alle nicht mit, wirklich. Wo wollen wir denn dann anlanden? Da auf jeden Fall irgendwo. Schauen wir mal. So, du heilst dich noch. Wow, ein Haufen Ironclads. Die könnten wir eigentlich. Daher schicken. Ich würde ganz gern da drüben anlanden. Ah, okay, da haben wir sogar noch welche. Achso, nein, das ist von Chem eine Flotte. Also flottentechnisch sind wir jetzt nicht so großartig ausgestattet, sehe ich gerade. Oh, und ich sehe, da versuchen Leute anzulanden. Und zwar in Girwan. Du auch in Girwan? Jupp. Und du auch in Girwan, oder? Okay. Na, wenn das so ist, dann werden wir doch glatt diese Armee hier, die sowieso lauter Leute beinhaltet, die wir nicht wirklich hier irgendwo haben wollen. Da, die gehen darüber. Genau, jetzt auch da. Oder einer von denen kann mitgehen. Oder sogar zwei von denen können mitgehen. Von den Mobilen gehen zwei mit und sämtliche von den Kleinen, aber keiner von den Generälen. Und die gehen einmal nach Girwan. Und apropos Generäle, wir könnten einen General von hier auch dorthin schicken. Ist das Girwan? Jupp. Ist das arg? Die wollen mich doch glatt angreifen. Und zwar alle auf der gleichen Stelle. Das ist nicht besonders klug vom Computer. Wenn er mich an drei verschiedenen Stellen angreifen würde, hätte er noch immer keine Chance, aber so stehen sie sich nur gegenseitig im Weg. Na gut. Aber vielleicht denken sie sich, sie können mich dadurch kleinkriegen. Wow, ich krieg schon 30 Stühle. Oh, und vier Stahl und oh. Ah, das kann ich alles gar nicht transportieren. So viel Zeug. So viel tolles Zeug. Und wir können das alles nicht nach Hause bringen. Wir brauchen mehr, mehr. So,
So, jetzt haben wir auch die Fertiggüter alle und jetzt haben wir noch genau einen Platz für irgendwas. Machen wir 100 Holzdinger. Wir brauchen viel, viel mehr Transport. So, 70, 35, 35 bräuchten wir. Das heißt, wir könnten da noch runtergehen. Und nochmal alles. Ah, das sehe ich ja gerade erst. Da haben wir noch zwei Werkzeuge, die wir nicht transportieren. Wow. So. Passt. Gut. Die meisten der Leute, die wir ja ausheben, machen wir sowieso zu Truppen. So, und wir haben jetzt 16 Arbeitskräfte. Ah. Nein, wir haben eh kein Öl mehr. Aber nächste Runde haben wir ein bisschen mehr Öl wieder. Vielleicht da auch noch eins runter. 6 neue Transportkapazitäten. Vielleicht. Wir kommen auf jeden Fall mit dem Bau von Transportkapazitäten nicht nach. Wow. 63 Stühle pro Monat. Das ist auch nicht schlecht. Das haben wir genug. Konserven brauchen wir. Bist du wahnsinnig? Und zwar wie viele auch noch? Konserven kaufen. Verkauft die irgendjemand außer die Industrienation? Ich fürchte niemand. Das heißt, das wird es wohl nicht spielen. Wir könnten versuchen, Haxako aus dem Krieg zu kriegen. Machen wir mal Peace mit Haxako. Versuchen können wir es ja mal. Die anzugreifen ist sowieso schwierig. Wir kaufen wieder einfach alles. Leider keine Konserven. Wer bietet einen Konserven an? Chem bietet Konserven an. Okay. Das heißt, nur die Großmächte bieten Konserven an. Das ist nicht gut. Ich habe gesagt, wir doch keinen Frieden. Naja, war abzusehen. Fürchte ich fast. Dann. Mal nicht schauen. Hey, da können wir aber überall schauen. In der Tundra könnten auch Erdölreserven liegen. Gut, du brauchst da mal darüber. Macht's noch nichts dabei. Wir sammeln dort ein paar Truppen, damit wir dann in Chem anlanden können damit. Wie schaut's ihr aus? Ist eigentlich relativ gut drauf. Sollen wir mit euch dieses Gebiet angreifen? Jo, jetzt ist nämlich keiner mehr drinnen. Machen wir doch glatt. Ihr macht's nichts. Okay, du gehst noch nirgends hin. Ja, auch ihr seid bald auf dem Weg der Besserung.
Und auch ihr habt es bald geschafft. Schauen wir mal, ob sie jetzt noch angreifen. Nein, du bleibst noch hier. Wow. Schauen wir mal, was die können. Gut, aber da ist nichts Neues dazugekommen. Das ist okay. Ja, das heißt, Wolle produzieren haben wir eh genügend. Und was fehlt ist beim Holz. Aber andererseits, wir kaufen nie so viel Holz, also so gesehen. Hey, wir können noch mal eins weiter ausbauen. Dadurch haben wir insgesamt noch mehr Energie. Und das wiederum führt dazu, dass wir noch mehr bauen können. Jo, oder bauen wir sowas, sowas und sowas. Sechs Leute herholen. Obwohl ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob wir das brauchen. Wir haben jetzt 62 Arbeitskräfte on hand. Ich glaube, da können wir fast alles machen, was wir wollen. Dann haben wir alles. Oh, das hat eine Kapazität von 24. Das vergrößern wir doch glatt mal. Und euch auch. Und euch auch. Könnt man nicht machen. Was ist mit euch? 64, 56, 56. Okay, das passt. 56 Arbeitskräfte haben wir jetzt frei. Wow. Mal 20 machen. Ah, da gehen sich genau zwei aus. Nicht gut. Ja, Waffen sind aus. Schlecht. Wir können keine Kriegsschiffe bauen. Okay, das kann man wohl vergessen. Holz wäre so gut, wenn wir was kriegen würden. Nächste Runde können wir eh viel mehr transportieren, da können wir da auch wieder Holz mehr transportieren. Gut, Freunde, wollt ihr nicht aufgeben einfach? Ja, die ist von Fleet Strong. Oh, das ist nicht gut. Hätten die vielleicht doch nicht wegschicken sollen. Ja, wir brauchen mehr Schiffe. Ohne Schiffe ist das ein bisschen zach. Wir brauchen also mehr Waffen. Mehr Waffen. Das heißt mehr Schiffe dann im Endeffekt. Ist okay, mach du das. Ich vertraue dir blind quasi. Computer. Ach. Puh. Ich habe noch nicht mal angeschaut, was da drüben steht, und ich renne schon rum mit meinen Truppen. Okay. Das dazu.
Gut, eigentlich sind die tot, oder? Und sie heißen nicht einmal Jim. Passt. Macht dem unsäglichen Spiel ein Ende. Gut, damit haben wir das letzte Widerstandsnest auf dem Planeten, ist gut, auf diesem Gebiet erledigt. Da haben wir auch ein paar Schippernackeln erledigt. Das ist gut, das ist sogar ausgezeichnet. Ja. Okay, bla 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 bla. Ja, das passt, Herrschaften. Für heute höre ich wieder auf. Wir haben zwei Runden gespielt, drei Runden sogar, glaube ich. Wie schon gesagt, es ist jetzt ein bisschen mühsam, weil wir einfach schon zu viel machen können. Jetzt mal da und euch, meine Herrschaften. Wünsche ich einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.